Der Österreich-Stammtisch, worüber Österreich heute diskutiert. Als Streitthema für prominente Gäste, Meinungsmacher, Politiker, Journalisten und Prominente zum Thema des Tages. Der Österreich-Stammtisch. Darüber spricht Österreich. Und darüber streitet der Österreich-Stammtisch. Jetzt auf OE24TV. Herzlich willkommen zurück auf OE24TV bei unserem Österreich-Stammtisch. Aus aktuellem Anlass beschäftigen wir uns heute mit dem Terroranschlag, den es vor einem Jahr in Wien gegeben hat. Und ich begrüße recht herzlich zu meiner Rechten Mike Vogel, als Reporter immer wieder für uns natürlich im Einsatz. Und zu meiner Linken Mike Koch, du schreibst für die Tageszeitung Österreich. Und natürlich ist dieser 2. November uns allen in Erinnerung geblieben. Auch am 2. November gibt es jetzt zahlreiche Gedenkveranstaltungen. Kurz vor 20 Uhr ist es losgegangen. Der 20-Jährige hat angefangen, um sich zu schießen in der Wiener Innenstadt. Um 20.09 Uhr konnte die Polizei den Täter bereits ausschalten. Dennoch 4 Personen sind ums Leben gekommen, 23 Personen zum Teil schwer verletzt worden. Lieber Mike, darf ich mit dir beginnen? Du warst ja auch in der Wiener Innenstadt, hast das Ganze live mitbekommen. Vor allem auch du hast dich versteckt, auch du hast mitbekommen, wie es den Menschen, die sich in der Innenstadt befunden haben, tatsächlich gegangen ist. Vielleicht könntest du uns ein bisschen schildern, wie deine Erlebnisse waren. Ja, für mich war dieses Erlebnis vor genau einem Jahr sehr, sehr prägend, muss ich dazu sagen. Man hat die Angst förmlich gespürt der Menschen, aber auch der Polizisten, die dort vor Ort waren, wie wir angekommen sind dort, hat dann gleich jemand gerufen, weg da, weg da, hinter das Auto. Wir wissen nicht, vermutlich könnte es hier noch einen Scharfschützen auf den Dächern geben. Es war eben die Lage nicht ganz geklärt, wie viele Täter sind es, wie viele sind da involviert. Es gab sehr viele Anrufe bei der Polizei, auch leider Gottes Falschanrufe, die dann gesagt haben, wir haben dort jemanden gesehen, wir haben da jemanden gesehen. Das waren dann diese Paralleleinsätze, die das Ganze natürlich noch komplizierter gemacht haben durch eben diese falschen Anrufe, wo jeder geglaubt hat, er sieht einen Attentäter in diesem Gebiet. Und die Polizei hat ihm gesagt, schnell hinter dem Bus, dann sind wir da hinter diesem VW-Bus gestanden und die haben gesagt, bitte unten bleiben, wir wissen nicht, ob eben auf diesem Dach da oben im Bereich des Schwedenplatzes noch jemand ist. Die haben uns dann begleitet, das Polizeiauto ist dann langsam gefahren, wir waren da auf diesem Gehradweg, sind dann langsam in Deckung mitgegangen, bis zu einer Position, wo eben dieses Polizeiauto dann nicht mehr einsehbar war. Und in diesem Moment, da denkt man dann schon noch, hallo, was ist hier wirklich los? Es hätte sich nie jemand gedacht, dass so etwas in Österreich bzw. in Wien passieren kann. Wir haben das alle nur gekannt vom Ausland, Deutschland, Amerika, Frankreich etc. Dort gab es sowas, dort war das auch für mich, muss ich sagen, so an der Tagesordnung, ja, wieder ein Terroranschlag, es ist wieder etwas passiert, aber wenn man sich das Ganze dann, wenn man das Ganze dann wirklich direkt an sich spürt, dann überlegt man und sagt natürlich auch, was ist da jetzt wirklich passiert, warum habe ich jetzt, und das muss ich auch gestehen, auch Angst dabei, denn ich sage einmal, die Angst ist immer gut, wenn man die hat, weil die Angst ist eigentlich der Auslöser, dass man vorsichtiger ist. Und nicht eben das tut, was man normalerweise tun würde. Und ich habe wirklich viele Leute gesehen, denen auch wirklich die Angst im Gesicht stand, auch Polizeibeamte. Auch sehr viele junge Polizeibeamte waren an diesem Abend im Einsatz. Viele waren natürlich auch unvorbereitet. Mit so einer Situation muss man umgehen können. Und es gibt immer wieder viel Lob auch, dass die Exekutivbeamten es geschafft haben, innerhalb von 9 Minuten den Attentäter auch handlungsunfähig zu machen, ihn erschossen haben. Allerdings, es gibt auch viel Kritik an den Behörden, lieber Mike. Wie genau hat sich das zugetragen? Weil es hat ja viel von der Kommunikation her eigentlich nicht funktioniert. Man muss unterscheiden. Also der Einsatz am Abend durch die Exekutive, durch die jungen Beamten, die als erstes dort waren, später auch durch die Wega, waren nahezu perfekt. Aber, und das ist unsere Aufarbeitung jetzt im vergangenen Jahr seit dem Anschlag, alles andere, was im Vorfeld passiert ist, durch die Behörden, die Zuständigen, durch das Landesamt für Verfassungsschutz, immerhin gelernte Polizeibeamte, war, um es mal salopp und wirklich untertrieben auszudrücken, suboptimal. Es ist mittlerweile bekannt, wie bekannt der Attentäter war, den Behörden, dass er quasi auf dem Radar war,
der Behörden, dass man vorgewarnt war natürlich, dass man nichts unternommen hat, obwohl man um die Gefährdung durchs Potenzial wusste. Es ist nach einem Jahr für die, die sich intensiv mit der Materie beschäftigen, die Angehörigen natürlich, deren Rechtsvertreter, bisweilen erschreckend. Mhm. Wie es zu diesem Terroranschlag dann letztendlich durch diesen speziellen Täter, nicht im Allgemeinen, aber zu diesem konkreten Terroranschlag durch diesen 20-Jährigen überhaupt kommen konnte. Es gab ja auch Meldungen aus der Slowakei, wo er noch versucht hat, Waffen oder an Waffen zu gelangen. Das heißt, auch hier wurde Österreich im Grunde vorgewarnt. Wer hätte diese Meldung entgegennehmen? Wie hätte da eigentlich gehandelt werden müssen? Also der spätere Attentäter ist zum Munitionskauf in die Slowakei gefahren, weil er für sein nachgebautes Sturmgewehr die passende Munition kaufen wollte. Die slowakischen Behörden haben diesen geplatzten, gescheiterten Munitionskauf ihren österreichischen Kollegen beim Landesamt für Verfassungsschutz gemeldet. Und dann kommt ein Knackpunkt in dem Ganzen. Ein Beamter, mittlerer Dienst, keine Führungsperson, hat vom ersten Moment an gesagt, als die Meldung aus der Slowakei kam, das kann nur der und der gewesen sein. Mhm. Die Reaktion seiner Vorgesetzten war, nach Aktenlage, wir machen nichts im Moment, bis wir definitiv wissen, das war der und der. Mhm. Es verging ewig Zeit und als man dann wusste, es war der Attentäter, der spätere, hat man dort wieder nichts unternommen. Also man hat über Wochen es einfach versäumt, konkret die von dem kleinen Beamten geforderte Observierung des späteren Attentäters überhaupt in die Wege zu leiten. Mhm. Nochmal kurz zu dir, Mike. Du hast das live mitbekommen, auch den großen Polizeieinsatz, weil die Polizei war ja nicht nur damit beschäftigt, auch herauszufinden, gibt es noch weitere Attentäter, sondern vor allem auch die Bevölkerung zu schützen. Man muss sich vorstellen, es haben sich viele verbarrikadiert in Geschäftslokalen, auch in zum Beispiel in der Ruprechtskirche hat sich eine Gruppe verschanzt. Wann war dann so der Moment gegeben, wo Entwarnung gegeben wurde und tatsächlich auch die Menschen dann die Innenstadt verlassen konnten? Ich schätze mal, ich habe diese Uhrzeit nicht mehr genau im Blick, ich schätze mal, das war gegen Mitternacht erst, wo man dann wirklich gewusst hat, okay, ein Attentäter, es gibt keinen zweiten mehr, es ist kein zweiter, sage ich mal, auffällig geworden. Dieser Attentäter wurde erschossen durch die Beamten. Man hat auch dann erfahren, es gibt eben einen schwerverletzten Polizisten, dem ich auf diesem Weg auch alles Gute wünsche noch immer. Es gab leider Gottes über 20 Verletzte und 4 Tote, unbeteiligte Menschen, die da gestorben sind, durch einen, muss man wirklich sagen, Geisteskranken, durch einen Wahnsinnigen. Und die Situation war eben so, die Polizei, die Rettungsorganisationen, Feuerwehren, die waren so schnell und so zahlreich vor Ort, das war wirklich ein Wahnsinn. Also wie ich dort bin, auf einmal sehe ich da einen Pulk von, schätze ich einmal, 20 bis 30 Cobra-Beamten, die dann schon da waren und diesen Einsatz eben auch begleitet haben. Ich habe gehört von Beamten, von über 150 Beamten, die sich in Dienst gestellt haben und eben dort geholfen haben. Es gab auch dann die Anweisung seitens der Polizei an diese Beamten, dass sie bitte ihre gelben Westen anziehen sollen, dass man sie auch erkennt in diesem Tumult, bei dieser Menge. Denn wenn man jetzt hinter einem Baum oder hinter einem Auto jemanden sieht, als Passant, als Anwohner mit einer Waffe, weiß man ja nicht, es hat ja niemand gewusst, wie sieht der Attentäter aus, ist das der Attentäter, ist er ein Polizist. Und deshalb sind immer wieder noch mehr Anrufe eingegangen in der Leitstelle der Polizei. Dort ist einer, da ist einer und das war eben ein Problem. Nur andererseits mussten natürlich die Beamten, diese 150, die sich sofort in Dienst gestellt haben, natürlich dort vor Ort sein. Und eben, es gab so viele Anrufe. Alleine Parallelaktionen gab es von circa 20.30 Uhr bis 21.15 Uhr, was ich mich erinnere, gab es über 20 Paralleleinsätze, wo eben gesagt wurde, dort ist ein Attentäter, dort ist jemand, wir haben dort jemanden gesehen. Und das war natürlich auch ein Problem, weil dann die Leute alle angerufen haben und dadurch gab es viele Falschmeldungen. Aber Gott sei Dank hatte die Polizei, die Exekutivbeamten vor Ort, die Wega und natürlich auch die Streifenpolizisten so schnell reagiert, dass sie nach wenigen Minuten dingfest machen konnten und erschossen haben den Attentäter. Herr Tuva,
warst ja live in der Wiener Innenstadt. Mike, du warst naturgemäß, so wie wir dich kennen, natürlich hier in der Redaktion vor Ort. Wie hast du das Ganze wahrgenommen und erlebt vor allem? Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte etwas früher Dienstschluss als gewöhnlich und war schon zu Hause und bin mit der Alarmierung wieder zurückgekehrt in die Redaktion, als auf dem Weg die Wienzeile entlang bis zur Redaktion die Menschen draußen auf der Straße standen mit Handys vor den Lokalen, verängstigt und selbst mich argwöhnig angeschaut haben. Ich hatte zu allem Überfluss noch so eine grün-braune Tarnjacke an. Also die Leute haben geschaut, da vorne am Karlsplatz bin ich dann durch die erste Polizeisperre. Es war ein sehr beklemmendes Gefühl. Danach lief es in der Redaktion teilweise routiniert ab. Na klar, man spult das Nachrichtenpotenzial ab, aber es war eine völlig irrsinnige Nacht, die ja sehr lange gedauert hat, bis gegen Mitternacht, wie der Mike gesagt hat, dann klar war, okay, es gab wohl nur einen Attentäter, der ist außer Gefecht gesetzt. Dann wurde es auch bei uns etwas ruhiger. Aber wenn ich eine Anmerkung mir noch erlauben darf, die zu den Polizeibeamten vor Ort. Da stehen für mich immer noch zwei im Fokus. Das ist nämlich jener 29-jährige Beamte, der sich als erster in den Weg gestellt hat. Das sollte man vielleicht wissen. Ich finde es sehr beachtlich. Er geht jetzt zum zweiten Mal in die Reha. Er hatte, also es stand sehr knapp um ihn, einen Oberschenkeldurchschuss. Er geht das zweite Mal in die Reha, ist auf dem Weg der Besserung und hat das selbst darum gebeten, in den Polizeidienst zurückkehren zu dürfen. Dem wurde entsprochen, auf eigenen Wunsch. Kommt er also nach Wiedereintritt in seine Heimatinspektion nach Mattersburg. Das zum einen. Zum anderen, was immer vergessen wird, ist der Todesschütze. Es ist ein Wegerbeamter gewesen, der den Attentäter erschossen hat. Und ein Wegerbeamter, der über 20 Jahre Dienst auf dem Buckel hat, aber den das sehr mitgenommen hat. Und der sich langen und sehr, sehr intensiven Untersuchungen aussetzen musste, denn anders als in Deutschland beispielsweise hat die österreichische Polizei nicht den sogenannten finalen Rettungsschuss, der dann alles abdeckt, sondern es gibt sehr akribische Untersuchungen nach jedem Schusswaffengebrauch in Österreich, auch in diesem Fall. Es war also nicht so, dass man gesagt hat, oh Gott sei Dank, der hat nach 9 Minuten den Attentäter liquidiert. Nein, es gab also dann Termine, Lokaltermine vor Ort, wo alles nochmal nachgespielt wurde. Es gab Untersuchungen naturgemäß durch die Staatsanwaltschaft, Polizei intern. Also auch dieser Beamte ist bis heute sehr stark geprägt. Aber das heißt, hier stand er zuerst einmal auch in der Position, dass er sich rechtfertigen musste. Selbstverständlich. Man muss es so deutlich sagen, ich glaube, Herr Albrecht, der Chef der Wega, hat es auch gesagt, erst vor kurzem, auch einen Attentäter zu töten, ist nicht die optimale Lösung. Die optimale Lösung wäre gewesen, ihn kampfunschädlich zu machen und ihn dann vor Gericht zu stellen und ihn eben dem Urteil zuzuführen. Das ist nicht gelungen, in Anführungszeichen. Er ist getötet worden. Und dementsprechend waren die Nachuntersuchungen und dementsprechend musste sich der Beamte rechtfertigen, der aber Gott sei Dank, soweit ich das verstanden habe, von Herrn Albrecht so weit gefestigt ist, auch durch seine lange Dienstzeit, dass er damit relativ gut klarkam und nach wie vor seinen Dienst versehen kann. Aber das ist ein Mann, der vieles auf sich genommen hat und der keinerlei Erwähnung gefunden hat bis jetzt irgendwo in irgendeiner Berichterstattung, das ich auch durchaus mal erwähnenswert finde. Mike, wenn du das jetzt hörst über diese Umstände, wie sie in Österreich vorherrschen, du hast das live miterlebt, auch die vielen, auch sehr jungen Beamtinnen und Beamten, die an dem Tag auch für jeden einzelnen Österreicher und Österreicherin im Einsatz waren. Findest du das gerecht oder glaubst du, gehört da etwas verändert? Gerecht und ob man etwas verändern kann, ist eine schwierige Situation und ist auch sehr schwierig zu beurteilen, das Ganze. Die Beamten haben in dieser extremen Ausnahmesituation, für die sie natürlich trainiert sind, das Beste daraus gemacht. Und man hat es gesehen, in so kurzer Zeit den Attentäter dingfest zu machen, ist wirklich ein Wahnsinn. Man muss ja sagen, die Innenstadt in Wien ist ja nicht gerade klein. Es waren sehr schnell sehr viele Beamte vor Ort. Sie haben richtig reagiert. Jetzt nachher zu sagen, da war ein kleiner Fehler, vielleicht war dort ein kleiner Fehler, vielleicht hätte man das besser machen können.
Man hätte sicher was besser machen können. Nur es muss jeder den Kopf in so einer Situation behalten und das tun, was für ihn im Moment das Richtige ist. Und das muss intuitiv ablaufen. Ich kenne das von vielen Trainings auch. Man muss schauen, dass das dann wirklich intuitiv abläuft, dass man nicht mehr drüber nachdenkt, sondern dass man sagt, Situation, ich muss jetzt dort reingehen. Für keinen der Polizeibeamten war es leicht zu sehen, ich gehe jetzt hier um die Ecke, weil ich habe einen Schuss gehört und ich weiß nicht, ob nicht gerade in diesem Moment genau auf dieser Ecke einer auf mich zielt. Wenn ich da kurz einhaken darf, um das Ganze, glaube ich, sollte man ein bisschen vermenschlichen. Ja, man spricht immer so abstrakt, der Terroranschlag in der abstrakten Innenstadt. Wenn man sich vorstellt, dass der Einsatzleiter der Wega, der auch gerade auf dem Sprung nach Hause war, sich quasi wieder in Dienst gestellt hat und vor Ort die Einsatzleitung für die Wega übernommen hat, dass dessen Sohn, der bei der Wiener Berufsrettung arbeitet, ein paar Meter entfernt als Rettungssanitäter im Einsatz war, was der Vater wusste, dass der Sohn eines der Opfer versorgt hat und dann mit der Rettung ins Spital geführt hat, dass der Vater aber nicht wusste, wo ist der Sohn, wie geht es dem Sohn, was macht er gerade, und dass die beiden erst nach Stunden Kontakt hatten und sich gegenseitig Entwarnung gegeben haben. Daran sieht man vielleicht, dass letztendlich Wien auch nur ein Dorf ist. Ja, dass jeder irgendjemanden kennt, jeder ein Lokal kennt, einen Wirten kennt, eine Bedienung kennt, dann wird es mal greifbar plastisch, was da eigentlich los war. Ja, es sind viele menschliche Tragödien, die sich da abgespielt haben. Und es waren ja extrem viele Leute in der Innenstadt, weil eben am nächsten Tag der Lockdown gewesen wäre und eben aus diesem Grund alle nochmal in die Gaststätten gehen wollten, in die Bars Spaß haben wollten, bevor der neue Lockdown kommt. Und da muss man wirklich sagen, auch da gab es viele Helden. Ich kann mich noch erinnern, einen, der, glaube ich, bei McDonald's am Schwedenplatz gearbeitet hat, ein junger Mann, der einen der Schwerverletzten weggezogen hat, auch in den Lokal. Ich habe mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, da war einer, der hat dann gesagt, runter, legt euch alle auf den Boden, keiner geht raus. Der hat sich selber vor die Tür gestellt, dass keiner rausgehen könne, weil ein paar wollten aus dem Lokal flüchten. Und wenn man sagt, solche Personen, die dann doch noch die Nerven behalten, die klar denken können, in solchen Ausnahmesituationen, die sind natürlich extrem viel wert bei solchen tragischen Ereignissen. Und wenn diese Kette funktioniert, diese Kette von nicht nur die Alarmierungskette, sondern auch die Leute, die dann vor Ort sind, auch eben Privatpersonen, die gerufen haben durch die Gassen, in Deckung, der Schütze ist da, Achtung, hier wird geschossen, geht's runter. Das sind natürlich dann Leute, weil viele sind auch nur gelaufen, um ihr Leben gelaufen, weil sie einen Schuss gehört haben, vielleicht den Attentäter teilweise sogar gesichtet haben und haben gewusst, nur weg. Und es gab auch welche, die haben andere noch gewarnt in diesen Situationen. Und das ist natürlich wirklich, das sind auch die kleinen Helden dieser Nacht, das muss man dazu sagen. Die haben auch viel beigetragen, dass es eben andere nicht erwischt. Denn es hätte auch anders passieren können. Und auch die Menschen, zum Beispiel die Polizei hat ja nach einigen Minuten schon das erste Video gehabt des Attentäters, dass sie gewusst haben, so ist er angezogen. Denn, das muss man auch dazu sagen, die ersten Anrufe waren schwarze Kapuzenjacke. Das hat sich aber dann wiederum als falsch herausgestellt. Sie hatten ein Video, sahen das, okay, das ist der Attentäter, der hat uns das, so sieht der Attentäter aus und haben das dann weitergeben können, welche Kleidung er hat, dass sie das wissen. Weil zuerst haben sie gedacht, schwarze Kapuzenjacke. Wenn jemand mit einem schwarzen Hoodie herumgeht, ist es für den natürlich dann auch gefährlich. Das muss man ja immer wieder bedenken. Der hat es ja nicht einfach dann. Und wie man dann gewusst hat, okay, das, hat es dann wirklich geklappt. Und es hat auch wirklich, also es war eine wirklich tolle Leistung der Exekutive, dass man den so schnell dingfest gemacht hat und erschießen hat können. Ich meine, es ist traurig, dass er erschossen wurde, aber bei den Taten, die er begangen hat, ist das natürlich, da fragen, entschuldigen Sie, sind festgenommen, bitte legen Sie die Waffe nieder, glaube ich, wäre nicht so einfach gewesen bei dem Mann, der ja vermutlich auch damit gerechnet hat, dass er stirbt. Und wir sprechen noch mal kurz darüber, dass es sehr viel Kritik auch an der Republik Österreich gibt, dass es hier Versäumnisse gegeben hat, aber nicht nur das, es gibt ja auch eine Klage. So ist es. Es gibt eine Amtshaftungsklage gegen die Republik, die am 22. November im Justizpalast verhandelt wird. Klägerin ist die Mutter von Vanessa. Vanessa war die 24-jährige junge Kellnerin aus dem Salzamt, eine Kunststudentin aus Bayern, die eben in Wien studiert hat und an diesem Abend erschossen wurde. Die Mutter klagt die Republik auf 124.000 Euro, die sich aus mehreren Teilbeträgen zusammensetzen.
Es geht also vom Trauergeld über Schmerzensgeld bis hin zu den Bestattungskosten. Man muss sich vorstellen, die Republik sah sich außerstande, beispielsweise die Überführungskosten des Leichnams der Vanessa von Wien nach Bayern zu übernehmen. Das wurde nicht getan. Das wurde nicht bezahlt. Es wurde ein kleiner Anteil bezahlt, aber es wurde in Gänze nicht bezahlt. Die Republik stellt sich auf den Standpunkt, es gab kein Verschulden insofern, als man kausal den Zusammenhang nicht belegen kann zwischen möglichen Versäumnissen in den Behörden und dem folgenden Terroranschlag. Umgekehrt, man bürdet der Mutter auf, zu beweisen, dass es ohne die Pannen nicht zu einem Terroranschlag gekommen wäre. Ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, ich kann das juristisch nachvollziehen, halte es menschlich also für völlig indiskutabel, unter aller Kanone. Es sind in dieser Klage auf 56 Seiten die aus Sicht der Kläger vorhandenen Versäumnisse der Behörden aufgeführt. Es stellt einem die Nackenhaare auf, wenn man also liest, was vor allem Herr Dr. Wess als juristischer Vertreter der Mutter herausgearbeitet hat über dieses Jahr. Unterm Strich bleibt, es ist mir und vielen anderen völlig unverständlich, wie die Republik menschlich reagiert auf diese Tragödie. Sie hätte auch anders können. Die Juristen der Republik hätten auch sagen können, okay, wir vergleichen uns. Wir können das letztendlich nicht feststellen. Aber wir machen einen Deal, wir treffen uns in der Mitte, wir räumen das geräuschlos ab. Darauf hat man verzichtet. Dieser Entschädigungsfonds, der eingerichtet wurde, ist der nicht ausreichend, um die Opfer zu entschädigen? Abgesehen davon, dass der erst vor kurzem eingerichtet wurde und abgesehen davon, dass noch kein Cent geflossen ist aus diesem Entschädigungsfonds, ist das natürlich der richtige Schritt in die richtige Richtung. Der steht aber völlig abgetrennt, isoliert von der Amtshaftungsklage der Mutter, denn die läuft schon viel länger. Als sie die eingereicht hatte, konnte sie nicht wissen, dass 6 Monate später dieser 1,2 Millionen Euro schwere Fonds aufgelegt wird. Für alle Opfer übrigens. Nicht nur für die Toten, nicht nur für die Schwerverletzten, für alle, die betroffen sind in irgendeiner Form. Also das ist völlig separat voneinander zu betrachten. Wobei ich sage, dieser Fonds ist ein erstes Eingeständnis. Wo die Republik sagt, okay, also es kann nicht alles richtig gelaufen sein. Noch ein kleiner Hinweis, dieselbe Republik, die also kategorisch ablehnt, die Mutter zu entschädigen. Ein Ministerium dieser Republik hat die eigenen Beamten angezeigt wegen eines möglichen Amtsmissbrauchs in Form von Schlamperei. Also man sieht, es hat im Vorfeld im LVT nicht funktioniert. Das LVT hat es verpennt, ich sage das so salopp. Das LVT hat einen Rechtsbruch begangen, indem es die Staatsanwaltschaft nicht informiert hat, steht für mich fest. Und diese Republik muss sich jetzt eben gefallen lassen, dass ab 22. November in öffentlicher Sitzung mal erzählt wird, was passiert ist. Es gibt auf jeden Fall hier noch einiges aufzuarbeiten. Wir sagen danke fürs Zusehen, machen jetzt eine kurze Werbepause und melden uns dann bei Ihnen zurück.